Ja, Friede sei auch mit dir. Hallo zusammen, hier ist Anouk. Es geht weiter mit Kingdom Come Deliverance. Ja, so, Heinrich ist inzwischen als Novize Gregor im Kloster gelandet. Und ja, gemäß unserem Tagesplan geht's hier angeblich gegen 3 Uhr los. Um 4 Uhr müssen wir in der Messe sein. Wieso missachte ich denn jetzt den Tagesplan? Doch eben extra noch geschaut. Nee. Warte mal, Quatsch. Da ist es doch. 3 Uhr, Start des Tages. Naja. Und da darf ich noch nicht runter. Na gut. Dann, ja, werden wir noch ein klein bisschen Zeit überspringen. So, garantiert komme ich jetzt wieder zu spät. Das ist wie im wirklichen Leben. Erst bin ich zu früh und dann geht irgendwas in die Hose und ja. Wieso habe ich das denn immer noch als Aufgabe? Und was habe ich da gerade für einen Debuff? Kater. Ja, okay, gut. Wir haben ja auch gesoffen, als wäre es der letzte Tag. Ist okay. Was hatten wir denn mit denen im Wein? Ach so, da ging's um Wein, ne? Ja, dann machen wir mal Weintrinker. Ach ja, ist da unten schon irgendwas los? Nee. Ja, ach Mann. Na komm, die lümmeln doch jetzt auch alle nicht mehr rum. Gott, am frühen Morgen schon ein so gut gelaunter. Och, herrje. Das wäre ja nicht mein Ding. Das wäre ja echt nicht mein Ding hier. So, jetzt versuchen wir sozusagen andächtig zu gucken. Guck mal, der hat sogar sein Zipfelmützchen auf. Gepriesen sei Jesus Christus. Wo müssen wir denn eigentlich wieder hin? Wieder da vorne hin? Gucken mal, wo er hinlatscht. Joachim, der Musterschüler. Visibilium omnes.
So. Satheit 76, ja, okay. So, bis jetzt können wir Joachim nur bestehlen. Wir sollen ihn ja wegen der Weinbeschaffung nochmal ansprechen. Na, haben wir es geschafft? Ja, ich glaube, ich hätte Köter besser nicht mitnehmen sollen. Der sitzt da draußen und heult vor sich hin. Na, Jungs, was ist jetzt? Frühstück? Ja, ich glaube, wir sollten auch einen Weg finden, wie wir um die Messe teilweise drumherum kommen. Oh, mit Antonius können wir sogar reden. Nicht jetzt, Bruder, nach der Messe. Okay, hat mich auch gerade schwer gewundert. Konstantin war das, oder? Der nicht zur Messe erscheint, oder? Ja, ich sehe nur die drei. Tja, ist die Frage, was stellt Konstantin in dieser Zeit an, ne? Hui, ja, Kloster ist nichts für mich, noch nicht mal im Spiel. Ach du lieber Gott.
Oh Mann, geht das wirklich von 4 bis 6? Hat's jetzt nicht wirklich gebracht, gebe ich zu, aber... Die Leute, ihr macht mich fertig. Unterhalten wir uns. So. Ja, genau. Dann kümmern wir uns mal um den Nachschub. Ich sprach letzte Nacht mit den Zirkatoren. Sie sagten, du sollst ihnen wieder ein Fass Wein beschaffen. Ich, nun, ja, es ist wahr. Ich will dir helfen. Das würdest du wirklich? Um an den Wein zu kommen, müssen wir das Kloster verlassen. Ich weiß, das ist verboten, aber es ist der einzige Weg. Wenn hier Wein verschwende, würde man es schnell bemerken. Um das Kloster zu verlassen, brauchen wir aber die Schlüssel des Priors. Warte, du willst also, dass ich dem Prior die Schlüssel entwende, um dann außerhalb des Klosters Wein zu stehlen? Jetzt weißt du, warum ich es nicht allein tun will. Ich habe nicht das Zeug dazu. Ich komme nicht an die Schlüssel, aber du bestimmt. Oder du öffnest die Schlösser mit einem Dietrich. Aber du hast es doch vorher schon getan, oder? Dem Prior war nicht wohl und er ließ die Schlüssel in der Obhut der Zirkatoren. Sie öffneten mir das Tor, aber diesmal müssen wir die Schlüssel stehlen. Hm. Oh ja, komm. Wie komme ich am besten an die Schlüssel? Ich weiß nicht, aber es könnte auch ohne sie gehen. Der Kellerer war einst Einbrecher. Er kennt sich mit Schlössern aus und vielleicht kannst du ihn irgendwie dazu bringen, uns zu helfen. Glaubst du, er würde beim Diebstahl mitmachen? Nein, aber er kann uns beraten oder vielleicht Dietriche geben, mit denen wir das Tor öffnen können. Dir fällt schon was ein. Wenn du meinst, ich versuch's. Sobald du die Schlüssel oder Dietriche hast, komm zu mir und wir schmieden unseren Plan. Gut. Wegen der Schlüssel. Hast du sie? Die Schlüssel oder wenigstens Dietriche? Noch nicht. Ach so, dann beeil okay. Dich. Wir dürfen die Brüder nicht warten lassen. Geh zum Kellerer, er kann dir helfen. Gut, alles klar. So, dann schlafwandeln wir ihm erst noch mal hinterher. Kommt jetzt Konstantin an? Hat er so lange gelesen, beziehungsweise oder hat er einfach ausgeschlafen? Was möchtest du? So. Genau, das müssen wir auch rauskriegen. Warum bestraft man dich nicht dafür, dass du dem Morgengebet fernbleibst? Ich habe die Zirkatoren bestochen. Sie sehen nicht hin. Und die anderen Mönche bemerken nichts, solange man hin und wieder sein Gesicht zeigt. Um die Zeit ist niemand sonderlich wach. Ja. Diebeliebeli. So, ich gucke. Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Nee, ich glaube. Nee, das ist nicht mehr interessant. Das wäre alles. Für uns. Danke für deine Zeit, Bruder. So. Wegen der Herrlichkeit des ewigen Lebens darf es für sie nach einem Befehl des
sondern sie erfüllen den Auftrag sofort, als käme er von Gott. Ein Gehorsam dieser Art ist nur dann Gott angenehm und für die Menschen beglückend, wenn der Befehl nicht zaghaft, nicht saumselig, nicht lustlos oder gar mit Murren und Widerrede ausgeführt wird. Denn der Gehorsam, kann ich mich einfach dahinsetzen? Leistet, wird Gott erwiesen. Wenn aber der Jünger verdrossen gehorcht, also nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Herzen murrt, so findet er, selbst wenn er den Befehl ausführt, doch keinen Gefallen bei Gott. Dafür, dass das so gar nicht lecker aussieht, sind das aber Riesenschüsseln, oder? Für solches Tun empfängt er keinen Lohn, sondern verfällt der Strafe der Murrer. Sag mal, man darf doch jetzt garantiert nicht reden, oder? Die Regula Benedicti, Kapitel 5. Der Gehorsam. Der erste Schritt zur Demut ist Gehorsam ohne Zögern. Er ist die Haltung derer, denen die Liebe zu Christus über alles geht. Sollen wir es riskieren? Reden wir vielleicht. Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Gut. Wen wünschst du dir als neuen Abt? Johann, ganz klar. Im Vergleich zu ihm ist Nevlos jung und unerfahren. Johann verfügt über die Weisheit des Alters und den Respekt, den Nevlos sich erst verdienen muss. So, eigentlich sollten wir ja eigentlich eher mal gucken, was er noch über die Novizen auch zu sagen hat. Was kannst du mir über die Novizen sagen? Nun ja, ihr seid hier, um eure Hingabe zu Gott zu zeigen und ein Klosterleben zu führen. Nach einem Jahr kannst du dein Gelübde ablegen und ein vollwertiger Bruder werden. Eigentlich wollte ich Genaueres über die einzelnen Brüder erfahren. Du kennst sie doch. Joachim ist ein komischer Kauz, aber eifrig. Vielleicht etwas zu eifrig. Ja, okay, ich glaube, das sind die Antworten, die wir alle Bursche, schon kennen. Aber etwas zu weltlich für einen Mönch. Antonius arbeitet hart und wird dir stets behilflich sein, aber es mangelt ihm an Frömmigkeit. Lukas ist stumm wie ein Fisch und niemand weiß viel über ihn. Und dann wärst da noch du selbst. Gut, okay, das sind die Antworten, die wir auch schon anderorts erfahren haben. Sonst würde er anderen predigen und dabei selbst verworfen werden. Der Abt bevorzuge im Kloster keinen wegen seines Ansehens. Den einen liebe er nicht mehr als den anderen, es sei denn, er finde einen, der eifriger ist in guten Werken und im Gehorsam. Auf keinen Fall darf er darüber hinwegsehen, wenn sich jemand verfehlt. Vielmehr schneide er die Sünden schon beim Entstehen mit der Wurzel aus, so gut er kann. Ja, das Kloster ist nix für Ungeduldige. Das Schicksal des Priesters Heli von Shiloh droht. Rechtschaffene und Einsichtige weise er einmal und ein zweites Mal mit mahnenden Worten zurecht. Boshafte aber, hartherzige, stolze und ungehorsame soll er beim ersten Anzeichen eines Vergehens durch Schläge und körperliche Züchtigung im Zaum halten. Er kennt doch das Wort der Schrift. Ein Tor lässt sich... Ach, die mit den Zipfelmützen, das sind die Zirkatoren, oder? Schlage deinen Sohn mit der Rute, so rettest du sein Leben vor dem Tod. Hier steht jetzt wieder nur Mönch. Die Regula Benedicti. Na gut. Kapitel 2. Der Abt. Wer also den Namen Abt ja, nimmt, nee, Quatsch, ist Unsinn. Der hat ja auch die Zipfelmütze auf. Na gut. Er mache alles Gute und Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Naja. Einsichtigen Jüngern wird... Wir schauen mal, ob wir mit Johann direkt reden. Ich heiße Gregor und bin neu hier. Ich weiß. Ich sah dich bei der Zeremonie. Ich denke, wir werden uns bald wiedersehen. Und oft. Du musst wissen, ich bin ein Zirkator. Was bedeutet das? Ich sorge dafür, dass sich alle an die Regula halten und ihre Arbeit verrichten, damit alles so läuft, wie es soll. Und wenn das einmal nicht der Fall ist? Dann sind wir befugt, Strafen zu erteilen. Aber du bedarfst doch gewiss keiner Maßregelung, oder, Bruder? Nein, niemals. Was dich und diese Wahl betrifft, erzählst du mir mehr darüber? Frag mich, was du willst. Er soll daran denken, dass ihm sonst das Schicksal des Priesters Heli von Shiloh droht. Rechtschaffene und Einsichtige. Erzähl mir etwas über Nevlos. Nevlos ist schwach, zahnlos und voller heißer Luft. Mir ist nicht gewahr, wie jemand glauben kann, er könne einen guten Abt abgeben. Genug, ich will nichts mehr von ihm hören. Ja, du erzählst doch, du hörst ja gar nicht zu. So. Ich wüsste gerne, was hier vor sich geht. Die jungen Brüder meinen, sie hätten nicht dieselben Rechte wie wir, die schon den Großteil unseres Lebens hier verbracht haben. Und wenn schon, man muss sich seine Sporen verdienen.
Nevlas lügt, wenn er sagt, er wolle Fehler berichtigen. In Wahrheit kümmert er sich nur um Privilegien für ihn und seine Anhänger. Tja, wie gesagt, das sind ja eigentlich unsere Saufkumpanen. Wir tun mal so, als ob... Ich möchte dir helfen. Da gibt es etwas, das du tun könntest. Ich bin mir sicher, Nevlas ist in etwas verstrickt, das ihm schaden würde, wenn es ans Licht käme. Wenn er Wasser predigt und Wein trinkt, zum Beispiel. Oh, das ist aber dünnes Eis. Soll also herausfinden, ob er Leichen im Keller hat? Richtig. Doch ich bezweifle, dass du Erfolg haben wirst. Er ist zu gerissen und vorsichtig, um etwas preiszugeben. Puh. Naja, ich meine, hier ist ja irgendwie alles Lug und Trug und ganz ehrlich, Zirkator Johann hat doch im Prinzip selbst, naja, zwar keine Leichen, aber Schnapsleichen im Keller. Ich meine, die feiern ja auch fast jede Nacht. Ich denke, wir tun mal so, als ob. Wir müssen ja auch nichts herausfinden, ne? Sobald ich etwas weiß, sage ich es dir. Danke für die Antwort. Verrichten Sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur vierten Stunde die notwendigen Arbeiten. Von der vierten Stunde aber bis zur sechst sollen Sie frei sein für die Lesung. Nach der sechst und der Mahlzeit sollen Sie unter völligem Schweigen auf Ihren Betten ruhen. Will aber einer für sich lesen, dann lese er so, dass er keinen anderen stört. Die Nonne werde... Friede sei mit dir, Bruder. Mitte der achten Stunde. Dann gehen Sie bis zur Vesper wieder an die Arbeit. Kranken oder empfindlichen Brüdern werde eine passende Beschäftigung oder ein geeignetes Handwerk zugewiesen. Sie sollen nicht müßig sein, aber auch nicht durch allzu große Last der Arbeit erdrückt oder sogar fortgetrieben werden. Darf man schon gehen? Der Abt muss auf ihre Schwäche rücksichten. Nee, die hocken alle noch. Oh Leute, das macht mich fertig. Der hat aufgehört zu lesen. Dürfen wir aufstehen? Bestimmt, oder? Okay, ich bin der Einzige, der aufgestanden ist. Boah. Dann essen wir noch ein bisschen Pampe. Joachim, keine Ahnung. Aha. Der wird relevant für uns, okay. Gut. Der andere Zirkator, mit dem wir da des Nachts zu tun hatten, den habe ich jetzt gar nicht so richtig wiederentdeckt. Ach, Leute. Gott sei Dank. So, jetzt schmeißen wir uns gleich an den Keller ran. Na komm, Junge, so lecker ist das auch wieder nicht.
Okay. Vollgefuttert im Bauch klingt auch das Gepfeife deutlich besser. Ja, mal gucken, wenn der Kellerer jetzt mehr oder weniger allein ist, du da drüben, halt dir mal die Ohren zu. Unterhalten wir uns. Kannst du etwas beschaffen, das eher ungewöhnlich ist? Nun, was genau brauchst du denn? Ja, Dietriche ist das Mittel der Wahl, den Rest kriegen wir schon selbst irgendwie hin. Ich brauche Dietriche. Dietriche? Und was willst du mit denen anstellen? Ja, ganz klar, ne? Ich möchte das Öffnen von Schlössern üben. Nur aus Spaß. Nun, warum nicht? Du hast gehört, dass ich früher ein Dieb war, oder? Das alles habe ich hinter mir gelassen, als ich den Eid schwor. Aber ich habe noch ein paar Dietriche. Ich tausche sie gegen Essen. Bring mir etwas und du bekommst deine Dietriche. Guter Handel, oder? Ja, Witz. Ich hab doch nichts, was ich momentan tauschen kann. Jetzt muss ich erst mal gucken, was jetzt hier gerade abgeht, was ich jetzt als nächstes hier zu tun habe. Ja, ich glaube, ein bisschen Alchemie wäre nicht das Schlechteste. Natürlich die Frage, es ist ja eigentlich helllichter Tag. Stimmt, kriegen wir gleich Ärger, wenn wir einfach hier reingehen. Oder auch nicht. Mehr als eine Verwarnung kann es ja eigentlich nicht geben. Na toll. Ich weiß nicht, für ein Paradieschen werden wir wohl kaum die Dietriche kriegen, oder? Zack, wir waren nie da. Oh, und ich missachte meinen Tagesplan. Jawohl. Ich hab's so drauf. So, Bruder Kellerer. Was wünschst du, Bruder Gregor? Kannst du etwas beschaffen, das eher... Ja. Nun, was genau... So, wir haben uns über die Dietriche unterhalten. Ich brauche Dietriche. Dietriche? Und was willst du mit denen anstellen? Ach komm, Herzblatt, das haben wir doch schon längst geklärt. Ich möchte das Öffnen von Schlössern üben. Nun, warum nicht? Du hast gehört, dass ich früher ein Dieb war, oder? Ich tausche sie gegen Essen. Ja. Muss das eigentlich nicht auf Null aufgehen?
Na gut, so, dann sehen wir jetzt mal zu. Ja, ich missachte meinen Bruder-Plan. Was tust du hier? Solltest du nicht irgendwo arbeiten? Müßiggang ist allerlaster Anfang. Ja, ich weiß, das ist schon am ersten Tag. Es gab da etwas, das ich umgehend erledigen musste. Es wird nicht wieder vorkommen. Wirklich? Ich tue so, als wäre nichts geschehen. Aber das ist das letzte Mal, Bruder. Hör mal, ich besorg euch euren Wein. So, wo muss ich hin? Ja, nach B. Hätte ich hier reingemusst? Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus so, ventris tui. Ich bin Novize Gregor. Ich weiß. Ich habe dich bei der Zeremonie gesehen. Ja. Ich bin Nevlas, der Vorsteher. Ich kümmere mich um den Klosterbesitz und auch um den Handel mit der Außenwelt. Heißt das, du darfst das Klostergelände verlassen? Nein, ich führe nur Listen und schicke sie nach draußen. Hm. Ach ja. Erzähl mir von dir. Ich bin der Vorsteher dieses Klosters. Eigentlich sollte ich Sorge tragen, dass wir bescheiden leben und Überschüsse an Bedürftige verteilen. Aber in Wahrheit bewahre ich das Kloster davor, dass die Völlerei meiner Brüder und der Bau der neuen Kirche nicht alles verschlingen, was wir haben. Mhm. Ich interessiere mich für die Wahl des neuen Abtes. Nicht nur du. Alle sind deshalb so aufgeregt, dass keiner mehr darüber nachdenkt, wie wir aus diesem Kloster einen besseren Ort machen könnten. Was ist denn nicht in Ordnung hier? Viele der Brüder denken lieber an ihren Bauch als ans Beten. Die Älteren verbiegen die Ordensregeln, wie es ihnen passt. Umso mehr treiben sie die Novizen zu einem vorbildlichen Leben an. Die Sünde hat hier längst Einzug gehalten, genau wie außerhalb der Mauern. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht. Von welchen Sünden sprichst du? In der Bibel steht geschrieben, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Es steht mir nicht zu, über die Sünden anderer zu sprechen, Gregor. Hm. Würdest du mir erzählen, wie der neue Abt gewählt wird? Wenn der alte Abt stirbt, wird ein neuer gewählt. Alle Brüder dürfen wählen, außer die Novizen. Der Stab des alten Abtes wird an den neuen übergeben und dann schwört er den Eid. Als Abt befasst man sich meist mit der Politik außerhalb der Klostermauern, anstatt das Kloster zu führen. Aber man hat trotzdem noch großen Einfluss auf das Klosterleben. Tja, okay. Was kannst du mir über Abt Peter sagen? Peter ist ein guter Politiker und Hirte. Aber wie du bereits weißt, ist er auch alt und gebrechlich. Die anderen Brüder haben ihn schon abgeschrieben, während ich noch Hoffnung hege. Aber du, Bruder, du hast nichts mit den Spielchen deiner Oberin zu schaffen. Würdest du mir bei etwas helfen? Wobei? Ich interessiere mich für die Medizin und ich weiß, es gibt ein Heilmittel für die Krankheit des Abtes. Mit deiner Hilfe könnte ich mehr herausfinden und Peter noch einige weitere Jahre bescheren. Was sagst du? Ach komm, das. Also erstens macht er doch einen sehr sympathischen Eindruck. Und ja, dann sagen wir es mal so, solange der Alte lebt, gibt es ja auch erstmal kein Gezanke. Ja, zumindest auch keine Neuwahlen. Ja. Du kannst auf mich zählen. Was soll ich für dich tun? Um an das Rezept für dieses Heilmittel zu kommen, müssen einige Regeln gebrochen werden. Oh. Die meisten Brüder glauben, eine Krankheit ist eine Nachricht Gottes und wir dürfen seinen Willen nicht missachten. Ich aber glaube, da Gott uns nicht nur Krankheiten schickt, sondern auch Heilmittel, sollten wir die Menschen von ihren Leiden befreien. Das Heilmittel für die Krankheit des Abtes könnte in einem der Bücher unserer Bibliothek verzeichnet sein. Aber es befindet sich unter den verbotenen Büchern. Den Libri Prohibiti. Wo finde ich es? In der Bibliothek steht ein großer Schrank mit einem Schloss. Darin befinden sich die verbotenen Schriften. Den Deckel des gesuchten Buches zieren nicht nur lateinische, sondern auch sarazenische Lettern. Bring es mir, aber fass die anderen Bücher nicht an.
Niemandem wird auffallen, wenn nur ein Buch fehlt, aber bei mehreren sieht es schon anders aus. Irgendjemand würde nachforschen und das wollen wir vermeiden. Tja, hoffentlich habe ich da nicht in der Vergangenheit was verzockt, dass dieses Buch nicht mehr da ist. Gibt es etwas, das mir dabei helfen könnte? Ein Schlüssel zum Schrank befindet sich in der Kammer des Priors. Der Bibliothekar hat vielleicht einen weiteren. Oder du besorgst dir Dietriche. Ich wüsste allerdings nicht, wo. Vielleicht kann der Kellerer helfen. Warum tust du es nicht selbst? Weil mein hohes Amt es nicht zulässt und ich eines Tages selbst Abt werden möchte. Kannst du dir mich vorstellen, in finsterer Nacht auf der Suche nach einem verbotenen Buch? Du könntest doch darum bitten. Super romantisch. Glaubst du, das hätte ich nicht versucht? Leider ist Bibliothekar Cyrillus ein störrischer Esel. Warum sind sie verboten? Weil sie von okkulten und dämonischen Riten berichten, von Hexerei und dem Bösen. So sagt man zumindest. Aber also das nichts, ist unser. Was Heinrich nicht schon gesehen hätte. Ich rede von einem hätte. Buch der Medizin, wenn auch von einem Heiden verfasst. Ibn Sina oder Avicenna ist weithin als weiser Mann anerkannt. Aber irgendwann beschloss jemand, dass sein Buch die Arbeit eines sarazenischen Teufels ist und weggeschlossen gehört. Seitdem darf nicht einmal darüber gesprochen werden. Aber die heiligen drei Könige kamen auch aus dem Osten, nicht wahr? Ja, da ist was dran. Na gut. Nun gut. Noch etwas. Tagsüber ist immer jemand in der Bibliothek. Damit dich niemand sieht, solltest du nachts hingehen. Sie ist zwar verschlossen, aber du wirst schon einen Weg finden. Es heißt, der Kellerer verstünde sich auf Schlösser. Sag ihm aber nicht, was du dort willst. Wenn du das Buch hast, bring es mir. Ich stelle dann Abt Peters Medizin her. Dann hört der Trubel um die Abtwahl endlich auf. Ja, hoffentlich will er nicht bei Herr Gift mischen, ha? Huh? Gut, dann werde ich jetzt gerade noch mal unseren Job einheimsen. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Bereite zwei Ringelblumenabgüsse vor. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Okay. Das sollten wir doch schaffen. Dann würde ich mich jetzt hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dann, eure Anouk.